Tennis ist eine Sportart und beim Sport geht es nicht nur, aber auch hin und wieder um Gewinnen und Verlieren. Wie ist da der TC Rheingarn aufgestellt? Wo spielen Sie in Ja, Deutschland? wir haben also 12 Mannschaften zurzeit in den Tennisverbänden gemeldet. Wir spielen hochklassig auch. Die Damen 30 spielen in der Oberliga sowie die Herren 50. Die restlichen Mannschaften spielen ab der Klasse, der Bezirksklasse aufwärts über die Rheinlandliga bis zur Verbandsklasse. Das ist aber nicht, oder das ist nur ein Teil unseres Sportbetriebes. Nämlich wir haben auch einen sogenannten Breitensport, den wir hier vertreten und dem wir also natürlich auch Rechnung tragen. Es sind also nicht alle Mitglieder im Mannschaftssport tätig, sondern auch viele, die eben zum Spaß, zum Vergnügen, zum Ausgleich eben ihren Tennissport betreiben. Und Tennissport ist ja nun ein Sport, den Sie eigentlich in jedem Alter betreiben können, ob als Spaßtennis oder als Mannschaftstennis, Turniertennis. Es gibt also viele Möglichkeiten hier in diesem Bereich bei uns sich anzusiedeln. Das heißt also, Sie stehen im Prinzip für jeden offen, der einfach Tennis spielen lernen möchte, beziehungsweise also Sie Richtig. bilden, wir haben das Richtig. eben auch gesehen, Sie bilden Jugendliche aus. Was ist denn, wenn ein Erwachsener kommt, der noch keine großen Kenntnisse hat? Hat er bei Ihnen eine Chance? Durchaus. Das ist ja ein für sich auch das, was wir anstreben, dass wir ein Gleichgewicht halten zwischen dem Leistungssport und dem Breitensport. Und hier haben wir dafür auch drei Übungsleiter, die uns zur Verfügung stehen, und einen kommerziellen Trainer. Es kann also jeder, der Sport treiben möchte, den Tennissport betreiben möchte, eben auch hier Unterricht nehmen, den Tennissport erlernen. Das reicht also durchaus, die Kapazität ist also da. Unabhängig vom Alter. Unabhängig vom Alter ist also völlig egal. Sie müssen noch nicht mal besonders sportlich sein. Es geht auch, wenn Sie, na, es ist halt ein Sport, den Sie betreiben können, wie gesagt, in jeder Lage eigentlich, in jeder Verfassung. Die Aufrechterhaltung der ganzen Anlage, also die ständige Pflege, die wenn sie mal wieder vom Hochwasser erwischt wurden, dann erheblichen Aufräumarbeiten und. Das wird alles von wem gemacht? Diese Arbeiten werden zum allergrößten Teil eben von den Vereinsmitgliedern gemacht. Nämlich, Sie können sich vorstellen, so ein mittlerer Verein, wenn der so eine Anlage besitzt, muss natürlich diese auch gepflegt werden. Und das kostet sehr viel Geld, wenn man das also vergeben würde. Und somit ist jedes Vereinsmitglied zwischen 16 und 65 verpflichtet, eben eine gewisse Anzahl von Stunden hier auf der Anlage zu verbringen, um Pflegedienste eben durchzuführen. Dann war Tennis mal das, was Golf heute ist. Tennis war mal der Sport der Wohlhabenden. Muss man heute zu der Oberschicht gehören, um sich es leisten zu können, Tennis zu spielen in einem Tennisclub wie Ihrem Mitglied zu werden? Nein, also absolut nicht. Wir haben also zum Beispiel für die Kinder Konditionen, die können im ersten Jahr können die völlig beitragsfrei hier bei uns spielen. Sie müssen lediglich dann das Training bei den Übungsleitern bzw. beim kommerziellen Trainer bezahlen. Aber ansonsten sind sie im ersten Jahr sind sie dann eben beitragsfrei. Für die Erwachsenen ist es also auch durchaus erschwinglich und schon wie Sie sagten, es ist kein elitärer Sport mehr, sondern es ist ein ganz normaler Sport, wie jeder andere auch. Und es kann sich eigentlich jeder Tennis leisten. Nämlich die Tennisausrüstung ist auch relativ billig, es ist preiswert. Sie können also überall diese Dinge kaufen. Und der Beitrag selbst, der ist also durchaus zu bewältigen.